Und damit wieder zurück bei Let's Play Risen, Freunde. Heute gucken wir uns mal den tollen Banditenhauptmann an, hier im Hinterzimmer. Wenn wir das auch mal finden. Ah, die. Was denn? Carol weiß nicht Bescheid, okay, aber hier gibt's einen Knopf. Naja, aber klar, Mann. So. Hey, du! Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich, ich bin hier, um euch zu unterstützen. Hm, ist das so? Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Das willst du doch nicht, oder? Alles klar, James Bond. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Na dann. Woher bekommst du deine Artefakte? Na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Kannst froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen. Okay, lass mal sehen. Wow. Ist ja voll der Burner. Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat, oder? Ich schätze, genau der bin ich. Ha! Warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann, du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Das war gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich habe mit den Jungs gesprochen und sie halten dich für einen guten Mann. Nun gut, du hast uns bewiesen, dass du auf unserer Seite bist, Kleiner. Ich denke, ich kann dir mit ruhigem Gewissen von unserem Plan erzählen. Also hör zu. Ich leite die Geschäfte des Don in der Stadt, solange er fort ist. Ich halte für ihn Augen und Ohren offen und sorge dafür, dass die Stadt bald wieder uns gehört. Aha. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Es heißt... Hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar? Wäre doch schade drum. Hier, hast du deine drei Goldschalen. Ah, sehr gut. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wir haben einen Tunnel, Kleiner. Er führt direkt vor die Mauern der Hafenstadt. Solange die Weißen den Ausgang des Tunnels nicht entdecken, kommen wir ungesehen rein und wieder raus. Verstehe. Wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Lass uns erstmal genug Mittel haben, um sie aus der Stadt zu treiben. Wenn Esteban das Zeichen gibt, werden wir sie angreifen. Und so wie die Dinge liegen, wird's nicht mehr allzu lange dauern. Du, Kleiner, hast entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns hier bald alles unter den Nagel reißen können. Würde einiges dafür geben, die dumme Fresse des Inquisitors zu sehen, wenn er davon erfährt. Okay. Klingt ja so toll. So bald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. Die Weißen haben die Kontrolle über die Stadt verloren. Dann kann jetzt nichts mehr schiefgehen, wenn der Don zurückkommt.
Wunderbar. Das hast du vortrefflich gemacht. Hier, ich habe auch was für dich. Weiter so, mein Freund. Bald gehört uns die ganze Insel. Was ist als nächstes zu tun? Jemand muss ins Banditenlager gehen und dem Don von der guten Lage hier berichten. Der Don wartet schon ziemlich lange darauf. Ich hoffe, er ist noch nicht allzu ungehalten. Hat leider etwas länger gedauert als geplant. Hey, das wäre doch ein Job für dich. Ich hab's geahnt. Ja klar, du nimmst dieses Paket hier und bringst es ins Banditenlager. Mit den besten Grüßen von Scordo. Der Don wird sich freuen. Tolle Idee. Und was machst du so lange? Ich halte hier die Stellung. Was sonst? Jemand muss hier vor Ort die Lage im Auge behalten. Paula sagt. Der Don schickt mich. Ich soll ihm berichten, wie die Lage hier vor Ort ist. Tatsächlich? Sollst du das? Ist ja interessant. Du willst mir also weismachen, dass du schon mit Don Esteban im Banditenlager gesprochen hast, ja? Ja, hab ich. So, so. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Die Frage ist, ob du dir leisten kannst, mir nicht zu glauben. Ha, na gut. Du warst also beim Don. Und er will über die Lage in der Hafenstadt unterrichtet werden. Ja? Richtig. Erzähl mir was Neues, Kleiner. Wenn ich Zeit dafür habe, werde ich mich darum kümmern. In Ordnung. Ich übergebe dein Paket dem Don. Sehr gut. Hier hast du es. Und den Schlüssel für die Tür da drüben. Sie führt durch den geheimen Tunnel. Raus aus der Stadt. Lass dich bloß nicht erwischen. Sonst sind wir geliefert. Klar? Und beeil dich. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, ja. Na dann, Freunde, haben wir das auch wieder erledigt. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch ist. Weil der scheint mir alleine zu sein und dementsprechend können wir ihn jetzt auch noch ausrauben. Klauen wir einfach den Don, Mann. Meine Presse, ist doch nichts dabei. Oder ist das jetzt nur der Ausgang? Das geht aber weit runter hier. So, das ist dann, denke ich mal, der Ausgang. Na dann. Guck mal, was hier sonst noch so geht. Ach, das ist direkt ein Schlüssel für alles hier. Können ja immer alles gebrauchen, nehmen wir alles mit. Ja, damit sind wir dann wohl auch mit der Hafenstadt fertig. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Olf hier wieder rauskommt. Mal gucken, wo geht's denn hier hin? Achso, das ist dann das Lager hier. Nochmal von vorn. Geht doch. So, da waren sogar noch Erzbrocken drin. Achso, das ist dann der hintere Bereich, da wo wir eingebrochen sind, ne? Das kann gut sein, ja. Ja, Tatsache. Ja, dann waren wir hier schon. So, das ist die Hütte von Esteban. Trifft sich gut, hier müssen wir eh hin. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Die Sache mit Carrasco und den Goldschalen hat sich erledigt. Du kannst den Gefangenen wieder freilassen. Ach, ist das so? Ja, Olfs Goldschale ist mit Sicherheit schon über alle Berge. Carrasco hat versagt. Ihr hättet besser aufpassen sollen. Na schön. Da gibt es wohl keinen Grund mehr, Olf noch weiter festzuhalten, was? Keinen, der mir einfällt. Nein. Okay, du hast mich überzeugt, ich werde Olf freilassen. Warte hier. Er wird zu dir nach draußen kommen. Olf, komm raus! Hier will dich jemand sprechen! Genau, nur weil so ein Typ daherkommt und das sagt, dann ist das so. Genau. Die Weißen werden dich nicht mehr festhalten. Du bist frei. Ja, klasse. Ich danke dir.
Das hast du gut gemacht. Jetzt müssen wir nur noch die Stadt verlassen. Ich gehe so lange zum Hafen, Kai. Dort werde ich hoffentlich meine Brüder treffen. Wenn du uns aus der Stadt herausführen kannst, dann lass es uns wissen. Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen, klar? Also, bis später. Ja, das heißt, erst zum Don wieder zurück. Jetzt gehen wir erstmal zu Patty und sagen ihr, dass sie auch gehen kann. Und dann, ja, können wir die Stadt wieder verlassen und müssen dann leider wieder zurück zum Banditenlager. Ah, wir sind ja jetzt um einiges besser gerüstet als vorher. Also was soll's. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ich werde mich gleich auf den Weg machen. Wehe, wenn du mich angeschmäht hast. Dann reiß ich dir den Kopf ab, klar? Wir sehen uns bei Sonja. Jetzt muss ich echt noch warten, bis die Alte da ist. Ist ja schlimm. Ist was? Jo, damit haben wir echt hier alles abgehakt, was es hier gab. Die Söhne von Tilda, ja, das ist egal. Ein Paket für den Don, ist klar. Alles, was Heilung bringt, Pflanzen sammeln. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja. Das müssen wir halt auch noch gucken. Sind ja alle drei hier. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Ich habe deine Brüder geholt. Sehr gut. Wir werden uns bereit machen. Ihr drei seid vollzählig und könnt jetzt die Stadt verlassen. Alles klar. Sag uns, wohin wir gehen sollen. Im hinteren Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen geheimen Tunnel. Der wird euch aus der Stadt führen. In Ordnung. Wir treffen uns dort in Sonjas Lagerraum. Dann zeigst du uns deinen Tunnel. Bis gleich. Oh yeah. Dann gehen wir mit einer ganzen Truppe nach draußen. Die Alte sieht doch so aus, als ob die eher bei Sonja arbeiten würde. Ja, oder? Wir gehen alle langsam in unser Verderben. Jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Jo. Ja, mal die. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Der Weg nach draußen durch den Tunnel ist frei. Sehr gut. Wir sehen uns die Sache mal an. Eine Sache noch. Wenn wir erstmal draußen sind, werden wir unser Lager am Strand vor den Stadtmauern aufschlagen und uns ausruhen. Also, wenn du drei gute Schatzsucher suchst, dann weißt du ja, wo du uns findest. Ich werd's mir merken. Gut, wir machen uns mal vom Acker. Bis später. Frag jemand anderes, du wen? Frag jemand anderen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt echt erstmal die östlichen Ruinen aufsuchen. Um dann noch die Typen da zu holen. Und bevor wir jetzt eh zum Don gehen, wir sind ja eh weit östlich, ne? Ich habe ja keine Regionalkarte mehr, jetzt gibt's die. Jetzt nur die Frage, wo im Osten halt? Hier gibt's noch ein bisschen was zu klauen. Wow. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken.
denn ich wollte ja eigentlich nicht so ins Wasser rein, sondern ich wollte ja einfach nur mal gucken, ob es da was gab. Gucken, haben wir hier noch was? Ein bisschen Fisch. Rum, noch eine Münze. Ja, läuft. Und dann haben wir hier nochmal zwei Nautilus-Schnecken. Oh, da sind Vögel. Ich glaube, die sollten wir vorher nochmal wegmachen, bevor die anderen die sehen. Genau das habe ich mir jetzt nämlich gedacht, dass die da hinrennen. Gerade alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Wir haben echt nur das Fleisch, okay. Haben wir noch einen Nautilus? Komm, gib mir deine 10 XP. So, der eine wollte ja noch 10 Kräuter, Pflanzen und 2 Wurzeln. Gucken. Haben wir 4. Also fehlen uns nur noch halb Pflanzen. Pflanzen werden wir da auch noch irgendwie zusammenkriegen. Ich habe ein bisschen Angst, so weit nach vorne zu gehen, weil das hat mich gerade echt erschrocken. Im Ding. Aber na gut, na gut. Wollen wir mal die eine Bitch da fragen, mal wie es jetzt für die weitergehen soll. Ja? Also, gar nicht, okay. So, mal gucken, ob einer jetzt Anstoß daran nimmt, dass wir die Crew hier plündern. Okay, alles klar. So. Heilwurzel, Heilkraut, Berries. Gut, gut. Dann würde ich sagen, oh, das, wir brauchen nur noch halb Pflanzen. Komm, kriegen wir doch noch irgendwo her. So, dann passt nur noch eine. Mann, da muss doch irgendwas gehen hier. Ein Seegeier. Ja, das ging. So enden wir alle mal. Hier ist was vergraben. Hoffentlich auch eine Truhe, die wir aufkriegen. Den richtigen Schlüssel wird das nichts. Heilkraut. Könnte wenigstens so eine Pflanze stehen. Na, hier haben wir noch ein bisschen Kraut zum Brauen. Machen wir auch direkt mal bei dem der Sumpfbauer. Können wir bei dem auch noch mal ordentlich was abliefern. Endlich wieder Action, Freunde. Da ist eine Leiche. Das ist natürlich nicht so cool. Ah, noch ein bisschen Kohle. So, vielleicht hätten wir hier als erstes hingehen sollen. Dann hätten wir von Anfang an ein bisschen mehr Kohle gehabt. Ah, wer konnte das schon wissen? Aber gut, Freunde, das, denke ich mal, war es dann wieder für diese Folge. Und beim nächsten Mal dann... da sind Novizen. Beim nächsten Mal dann geht's wieder weiter bei Risen. Wir sehen uns. Ciao.